Vorgestellt habe mit meinem Hamster Poppy. Ein paar Sachen, die jetzt nicht so sind. Dann werde ich auf jeden Fall auch noch ein Geschenk für die Anni kaufen. Also Anni, ich sag dir, wenn du wegklicken musst, okay? Und ja, ich nehme euch dann auf jeden Fall einfach ein bisschen mit und erzähle euch auch ein bisschen. Genau, hier im Hintergrund seht ihr schon mal Poppys Stall. Sie schläft, glaube ich, gerade noch, aber es ist jetzt auch gleich Fütterungszeit. Ich zeige euch mal kurz, welches Futter ich da habe. Also, ich habe hier dieses Futter, das ist in so einer Box drin. Das haben wir reingefüllt und es schaut so aus, da ist alles Mögliche drin. Also da sind Körner drin, Mehlwürmer und Blüten und alles Mögliche. Und davon kriegt sie einen Löffel. Bevor sie, also am Anfang hat sie immer drei bekommen, weil da musste sie hier noch ihren Bunker bauen, ihr Nest und so. Und deswegen hat sie immer mehr bekommen, aber jetzt wird es, glaube ich, langsam reichen. Und ich muss euch kurz mal zeigen, wie mein Zimmer aussieht, wenn ich einen Hamster habe. Wartet. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie mein Boden aussieht, seitdem ich Poppy habe. Also, hier liegen erstmal überall Sägespäne und Futterreste. Dann chillen hier manchmal auch Klopapierrollen. Der Staubsauger muss immer griffbereit sein, weil, ja, gut. Und ich habe gestern Poppys kompletten Stall wieder ordentlich gemacht. So, hier in ihrem Achtkammernhäuschen habe ich alles sortiert. Das ist hier wieder alles unordentlich. Okay, kann ich auch verstehen, ist ja ihr Häuschen, ihre Einrichtung. Ja, hier ist ihre Waldecke auch voll schön. Aber jetzt guckt mal bitte hier. Ich habe das alles so mit dem Besen so weggemacht. Und jetzt, ich habe hier extra diesen kleinen süßen Napf. Und sie hat einfach alles daneben geschüttet. Und hier, wo ihr Sandbad ist, liegt auch überall noch Sand. Oh mein Gott, Poppy. Okay, auf jeden Fall muss ich das jetzt erstmal dann sauber machen. Aber bevor ich das mache, zeige ich euch jetzt mal was kurz. Und zwar wegen dem Sägespäne ist die Scheibe hier manchmal ein bisschen voll mit so Staub. Und deswegen benutze ich immer dieses Ding. Damit geht das nämlich super weg. Ich zeige es euch mal kurz. Wo kann man es denn gut zeigen? Hier. Seht ihr das? Das mache ich da so. Und es ist weg. Und es ist auf jeden Fall sehr praktisch. So. Ihr Wasser. Oh, sie hat ganz schön viel getrunken heute. Sie hat noch nie so viel getrunken, seitdem sie da ist. Das ist schön. Und ja, ich mache das jetzt auf jeden Fall kurz sauber. Sauber machen. Weil da ist ja überall Futter drin, Poppy, ne? So, und jetzt kommt da kaltes Wasser rein. Ganz wichtig, dass es kalt ist. Also nicht eiskalt, aber es soll halt kalt sein. Das passt. So, also jetzt kommt hier das Trinken rein. Sehr schön. Poppy bekommt hier dieses Futter. Das ist Poppys Futter. Da sind wirklich Mehl. Da sind echt viele Sachen drin. Mehlwürmer, Blütenblätter, Kerne, noch mehr Blütenblätter und noch andere Tiere. So, ich habe euch jetzt mal schnell in den Käfig gestellt. Hi. Und jetzt zeige ich euch mal kurz so einen Löffel mit extra viel Blüten. Und das nehme ich jetzt einfach und streue es hier hin. Vielleicht zwei. Genau. Bevor wir jetzt aber noch ein paar Sachen dann aus dem Garten holen, erzähle ich noch ein paar Sachen, wie ich dachte, dass Poppy sein wird und wie sie wirklich ist. Also ich dachte auf jeden Fall, dass sie
vielleicht eventuell auch ein bisschen am Tag noch mehr aktiv ist. Aber ja, das ist sie leider nicht. Aber vielleicht wird sie das ja auch noch. Sie ist ja erst 10 Wochen alt und das ist so putzig. Dann dachte ich auf jeden Fall auch, dass sie gleich in meine Hand springt. Ich weiß, ich glaube, ich bin ein bisschen, weiß nicht, wie nennt man es, übermütig? I don't know. Aber ich dachte auf jeden Fall, dass sie gleich so, ach ja, neue Besitzerin. Und dann ist sie einfach in ihr Haus gelaufen. Ja. Genau. Dann war sie gestern auch noch um 10:30 wach. 10:30, 11:30 und ist die ganze Zeit Laufrad gefahren, die ganze Zeit. Dann bin ich gekommen und die denkt sich nur so, renn, Walla, renn. Aber ich hoffe, das wird auf jeden Fall noch und ja. Jetzt zeige ich euch auch noch ein paar Leckerlis und zwar hat sie hier einmal Gurkenkerne, die mag sie auch super gerne, aber zurzeit mag sie die auch nicht so gerne. Zurzeit mag sie mehr Blüten. Boah, das macht so Spaß. Dann hat sie einmal ihr normales Futter, das ich manchmal so als Snack in diese kleine Schale gebe. Aber da gebe ich immer ganz wenig. Da ist echt allerhand drin. Was sind das für Tiere? Also die leben natürlich nicht, das sind so Mehlwürmer oder so, I don't know. Und dann war ich hier mal am Sortieren mit Mehlwürmer und hatte dann keinen Bock mehr. Warte mal. So. Ja, und die gebe ich ihr manchmal auch. Natürlich müssen auch Blüten dabei sein. Sonst, ja, ganz schwierig. Und jetzt sauge ich mein Zimmer durch, weil das hat es echt nötig. Der Staubsauger muss auf jeden Fall, seit ich Poppy habe, immer griffbereit hier stehen. Hier steht er jetzt. Crunchy. Ja. Hi. So, jetzt ist endlich auch mal aufgeräumt. Hier sieht man es. Mein Ladekabel kommt noch hier hin. Und mein Augenfresser. So. Upsi. So. Und jetzt ist endlich aufgeräumt. Übrigens habe ich Poppy mal als Squishmallow gemalt. Und sie sieht ihr sehr ähnlich. Genau. Ich hole jetzt aus dem Garten einen Birnen- und Apfelzweig. Und damit kann ich sie vielleicht rauslocken. Da freut sie sich. Okay, hier ist jetzt der Zweig. Der schaut noch richtig schön grün aus. Ich lege den jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wo soll ich den hinlegen? Hier hin? Okay, warte, ich versuche sie mal rauszulocken. Okay, Poppy kommt jetzt auf jeden Fall nicht raus. Aber man soll den Hamster auf keinen Fall wecken. Vor allem nicht in der Anfangszeit, weil sonst wird er richtig scheu. Aber ich ziehe mich jetzt um und dann fahren wir zum Smith Toys. Ich freue mich schon voll. Aber später probieren wir es auf jeden Fall nochmal. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu Smith Toys. Denn wir wollen für Anni ein Geschenk kaufen. Und Anni, wenn du dieses Video siehst, du klickst jetzt sofort weg. Ich gebe dir 5 Sekunden. Okay, jetzt ist Anni weg. Wir gehen jetzt nämlich zu Smith Toys und kaufen ein Squishmallow, weil Anni hat ja bei mir übernachtet und sie wünscht sich das voll. Sie hat zwar in die WhatsApp-Gruppe geschickt, sie wünscht sich nur Gutscheine, aber wenn sie nur wüsste, oder? Ja, wenn sie nur wüsste. Also wir stehen jetzt vor dem Smith Toys, hier sieht man es auch nochmal und ich freue mich voll, weil ich glaube, wir holen nicht nur ein Geschenk für die Anni, oder Mama? Wie? Jetzt gehen wir erstmal rein, was willst du noch? Ja, wir sind jetzt eine Stunde gefühlt dahin gefahren. Ach Quatsch. Anni hat ja auch einen Drachen gemalt. Ich glaube, ich würde mit dem gehen, oder? Weil sie hat ja auch bei den Squishmallows einen Drachen gemalt. Ach, die meinst du? Ja, die da oben. Das habe ich gesehen. Das hat mir so gut gefallen. Das passt irgendwie. Aber Anni hat ja auch einen Huhn. Einen Hühner bekommen. Ja, genau. Einen Huhn bekommen. Wie findest du denn das? Aber such mal durch, welche dir am besten gefallen. Das gefällt mir bestimmt auch.
halt mega ästhetisch. Ein Squishmallow, das ist vorbei. Und das ist die Amy. So schaut aus. Und es passt auf jeden Fall gut zu einem, finde ich. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich das gut einpacken kann. Ich glaube, ich mache so. Kein Kommentar dazu. Hauptsache, der Inhalt ist schön. Wie bei Menschen. Leute, ihr habt so ein Glück. Die Poppy ist jetzt gerade wach. Die ist in ihrem Kammernhäuschen rumgelaufen. Und die ist so süß. Oh, Poppy, sieh mal da lang. Ja. Ich gucke jetzt gleich auch mal, wo die Leckerlis sind. Mama, kannst du mir die dann geben? Ich glaube, die liegt da oben auf meinem Schreibtisch. Ja. Bist du neugierig? Komm auf meine Hand. Und ich bin ganz neugierig. Übrigens ist Poppy ein zungarischer Zwerghamster und ich finde den Streifen da so süß. Und die sind so weich. Poppy. Die ist ganz neugierig. Und Leute, natürlich bereue ich es nicht. Ich habe sie auch erst seit einer Woche und ich finde, dafür ist sie schon ganz schön zutraulich. Vor allem, dass sie jetzt auch schon halb auf meiner Hand immer klettert und auf meinem Arm. Und ja, ich bereue es auf keinen Fall. Am Anfang habe ich schon gezweifelt, so, oh nein, aber jetzt bereue ich es auf keinen Fall. Geh, Poppy, und ich hoffe, du bereust es auch nicht, dass du bei mir bist. Aber ich setze jetzt mal wieder in den Käfig. Weil ich hier dann auch ein bisschen Erfahrung machen konnte, dass ich nicht böse bin. Und zweitens, weil ich sie euch unbedingt auch mal zeigen wollte. Und ja, jetzt hat sie sich wieder verkrochen. Wahrscheinlich ist sie wieder um halb zwölf im Laufrad aktiv und will, dass ich nicht mehr schlafe. Super! Also Leute, ich rede jetzt auch nicht so laut, weil die Pop soll sich ja eine ruhige Stimme auch gewinnen. Aber das war auf jeden Fall mein Video. Real Talk with Poppy. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Ciao. Wie bist du noch wach?